Hallo miteinander. In diesem Video geht es ein bisschen, ja, wie im Mechanical Development. Einfach so, was schaue ich, wenn ich einen Trade eingehen will? Was ist so wichtig drauf zu schauen? Eben to be consistent in our trading, it's important to develop a mechanical approach. Also eben, man sollte schon gewisse Mechaniken reinbringen und immer etwas selbe schauen. Und ja, wie funktioniert das? Einerseits natürlich eben, das ist ja auch das Tasty Trade Mantra, Trade Small und dann das, was hier ist, Trade Often. Eben hier sieht man auch ganz schön die Varianz, wenn, solange, immer wenn ich es nur wenige Trades mache, da kann es mal so sein, im nächsten Trade geht er in die Hose, dann bin ich wieder bei 60%. Dann kann ich schnell wieder bei 95% Gewinnrate sein, aber auch bis auf 55 oder vielleicht noch weiter runter. Das sind hohe Schwingungen, weil eben ein, zwei Trades, kann mal ein Trade wirklich voll in die Hosen gehen, dann habe ich minus, weiß ich nicht was. Es können auch drei Trades alle super laufen, ich habe 100%, aber ist das wirklich das, was es widerspiegelt? Und sieht man hier, umso länger das geht, umso enger wird diese Ausschlagskurve. Also klar, eben die Prozente können mal mehr, mal weniger sein, aber eben was es hier aufzeigt, mit der Zeit, eben wenn man vieles macht, kommt man eher. Das ist ja wie beim Münzwurf, Kopf oder Zahl, wenn ich einmal werfe, werden nicht beide kommen, wird nur einer sein, dann wird es heißen, 100% kam der, wurde aber nur einmal gewürfelt, also geswitcht, wie man dem sagt. Das ist hier gemeint, wenn ich das aber tausendmal mache, bin ich schon eher am 50%, wahrscheinlich wird es sein. Wenn ich es 1 Million mache, wäre ich ziemlich sicher. Klar, es wird ein bisschen Abweichung geben, aber man wird ziemlich nahe an 50-50 kommen. Was ja auch eben die Wahrscheinlichkeiten sind. Dann der Trade Entry. Am Anfang immer schaut man möglichst ein delta-neutrales Portfolio zu haben. Und das ist ein guter Start. Eben dann sind natürlich sehr begehrt hier Strangles oder das, was hier, das sieht nach einem Straddle aus, würde ich sagen, bei 100. Da haben wir diese Zeltform. Ein Strangle wäre eher so abgeflacht hier oben. Also eben delta-neutral ist eigentlich am besten auch, um anzufangen. Diversifikation mit verschiedenen Strategien. Eben, gut, das hier unten muss man nicht unbedingt, weiß nicht wie groß, erklären. Eben, man sollte auch nicht nur immer alles, zum Beispiel immer nur Shortputs machen. Weil wenn es dann runtergeht, dann hat man alles gegen sich. Es sollten Strangles, Straddles, Debit Spreads, Credit Spreads, Butterflies, Calendars, so, das sind so die gängigen Sachen und die sollte man mischen und ja, klar, es werden nicht immer alle aufgehen, aber da kommen wir wieder zur vorherigen Folie. Eben dieser Mean wird sich irgendwo einpendeln. Dann einfach das Trade Management. Da habe ich sicher auch schon mal eine Folie gezeigt. Eben, die meisten werden bei 50 gemanagt. Strangles, Credit und Debit Spreads, Iron Condors. Straddles, Iron Flies oder auch Butterflies. Die gehen natürlich alle etwa in dasselbe rein. Straddle, Ironfly sind ziemlich ähnlich. Einer begrenzt, einer mit unbegrenztem Risiko. Da 25% nehmen. Jade Lizards 50%. Das Einzige, was ein bisschen speziell ist, sind die Calendars. Da sollte man 10 bis 25% für Indizes, falls man da eben den SPX oder so handelt. Und bei ETFs kann man schon 25 bis 55% gehen. Eigentlich wäre es besser, hier 10 bis 20% zu sein. Allerdings bei Stocks und ETFs bekommt man für einen Kalender irgendwie, wenn man da $1 einnimmt und dann geht man, sagen wir, auf 20 Cent Gewinn. Risk Reward ist da nicht so optimal und deshalb empfehlen sie auch da ein bisschen weiter rauszugehen. Deshalb eher, wenn Kalender macht, in einem höherpreisigen Underlying, also ob ich auch genug Prämie habe, eben auch der Gewinn noch Sinn macht. Oder eben Indizes, SPX, RUT, RUT sind, glaube ich, so, wo man das machen kann. Mache ich in meinem Konto noch nicht. Das ist noch ein bisschen, sagen wir, zu groß für mein Konto. Dann sehr wichtig, was ich gelernt habe, eben ziemlich drauf schaue, Liquidity. Man kann einerseits hier von Tastyworks, Tastytrade, da auch immer, die haben ja
dieses Ranking. Ich schaue mir die 3er und die 4 Sterne an. Dann gehe ich aber nochmal rein und man könnte da noch nachschauen, wie viel ist die Open Interest generell drin, Volumen der Aktie, Volumen der, eben, der Optionen, bla 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 bla. Ich schaue vor allem drauf, wie groß ist der Spread, das sagt schon alles aus. Eben auch bis so 100 oder 200, da möchte ich nicht mehr als 5 Cent Spread, möchte ich eigentlich. Klar, geht nicht immer, ich bin auch bereit bis zu 10 Cent zu gehen und dann muss es dann auch schon einen hohen Betrag sein. Denke ich mal, eine Amazon-Aktie wird natürlich bei einer Option auch größere Spreads haben, allerdings ist da natürlich auch der ganze Hebel ein bisschen höher. Aber kann es immer nur wieder empfehlen, schaut darauf, ich habe jetzt auch einen Trade eingegangen, da war er bei der Öffnung, da ist immer, manchmal ist Liquidität drin, manchmal nicht, man vergibt schon viel, sagen wir mal, wenn man das so macht. Oder wenn man dann halt eher illiquid ist, wirklich Limit und das einhalten und nicht zu nahe am Bid oder Ask gehen, je nachdem, was man machen will. Okay, da sind wir schon am Schluss, war eben eine kurze Sache heute. Den Fokus sollte zu den Mechanics verbringen, sollte man auf folgende Sachen achten, eben möglichst viele Trades machen. Klar, nicht sinnlos und nur kleine, aber es dauert eine Weile, bis sich das einschränkt. Dann eben der Trade-Einstieg. Möglichst eben neutral oder zum Schauen, dass das Portfolio wieder neutraler wird. Wenn ich jede Menge Short-Deltas habe und damit nicht mehr zufrieden bin, werde ich eher einen Trade suchen, wo ich Long-Deltas machen kann. Dann eben vor allem Strategien, nicht nur in Underlyings, eben mal Gold, TLT, was auch immer reinnehmen, sondern eben auch Strategien diversifizieren, ist man nochmals besser diversifiziert. Management-Targets einhalten, das ist eigentlich klar, und eben schaut auf die Liquidity. Ja, das war diese kurze Präsentation. Eben, wie ist es nicht weltbewegendes, aber mal einfach so ein bisschen schauen und auf was sollte ich achten. Kommt demnächst ein neues Video über das Konto-Update, habe ein, zwei Trades gemacht, Konto, habe noch eine Einzahlung gemacht, also da könnt ihr auch was, kann ich jetzt ein bisschen mehr Spielraum und heute sieht schon mal gut aus, obwohl eben meine Short-Deltas wirken, laufen natürlich nicht alle Trades für mich, aber ja. Seid gespannt. Okay, bis dann, macht's gut. Tschüss.